Ich würde heute nämlich eine Freundin besuchen in Bremen. Theoretisch könnte man nicht kennen. Vielleicht passiert dann heute noch was Aufregendes. Ich weiß es noch nicht. Oh, du bist aber echt ganz schön groß tatsächlich. Ich bin immer noch so ein bisschen aufgeregt. So ganz glauben kann ich es noch nicht. Ja, und jetzt habe ich mir das quasi als Geburtstagsgeschenk selbst geschenkt. Und ich zeige euch die Tasche mal. Wir sind jetzt hier in St. Peter. Ja, hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich habe mal wieder ein Datum für euch. In einer Sekunde. Heute ist der 9. September und heute ist Freitag. Ich werde heute nämlich eine Freundin besuchen in Bremen, die studiert in Bremen. Und Bremen ist auch gar nicht weit weg von Hamburg. Das ist ganz praktisch. Meine Eltern fahren heute eh nach Hamburg, das heißt, die können mich mitnehmen. Also wir wohnen ein bisschen außerhalb von Hamburg und dann kann ich mit dem Flixbus nach Bremen fahren. Easy peasy. Und heute Abend gehen wir nämlich auf ein Konzert. Ich freue mich sehr, ich gehe auf das Kummerkonzert mit ihr. In Hannover dann wiederum, das ist ja nochmal ein Stückchen weiter. Da müssen wir nochmal schauen, wie wir da hinkommen, aber das kriegen wir auch hin. Und ich freue mich so sehr. Das ist nämlich die letzte Tour jetzt hier von Kummer. Das sind seine letzten Konzerte. Und ich bin da. Yes. Ja, genau, also das steht heute so an. Ich war heute Morgen schon vor Urma einkaufen. War einmal flott mit dem Auto von meiner Mutter los, bevor sie jetzt zur Arbeit gefahren ist, weil das muss ich hier auch mal ein bisschen timen. Und genau, jetzt habe ich mir fertig gemacht. Werde gleich mal meine Sachen zusammenpacken. Wollte noch ein bisschen was am Laptop erledigen. Und dann geht's auch schon los. So, meine Frisur ist gerade ganz weird. Naja, egal. Es ist nicht mehr schön, aber geht noch. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade meine Sachen zusammengepackt. Ich habe hier die Tasche, die ich mir über Zara gekauft. Die sieht man ja sowieso überall. Und da habe ich jetzt meine Sachen reingepackt. Passt richtig gut, weil ich hier eh nur für für ein paar Tage packe. Und habe jetzt eigentlich alles drin. Und dann fahren wir auch gleich los. Ja, genau. Und ich werde meinen Laptop nicht mitnehmen. Crazy, oder? 2 Tage ohne Laptop. Oh, Spaß. Ruhig bleiben. Ich muss gerade ganz schön mal kurz ein bisschen rennen, weil wir ein bisschen im Stau standen. Aber ist alles gut. Ich stehe jetzt hier beim Flixbus. Hier ist das Mäuschen. Und die Leute sind noch da. Ich komme mit. Ist alles gut. Hallo! Hallihallo. Es ist immer noch nicht scharf, oder? Jetzt ist es scharf. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Frühstücken. Wir waren gestern auf dem Konzert. Dein abschließendes Fazit? War sehr, sehr gut. Ne? War gut. Wir waren bei Kummer in Hannover. Und theoretisch könnte man nicht kennen. Du warst schon einmal, glaube ich. Wir waren schon mal zusammen in Wien. Das stimmt. Die OGs wissen vielleicht Bescheid. Das ist aber auch ein Jahr schon her. Schon ein Jahr her. Ja, das ist auf jeden Fall Sina. Wir kennen uns quasi seit immer. Ja, und Sina wohnt jetzt hier in Bremen, die ich jetzt gerade besuche. Und jetzt gehen wir was frühstücken. Und hier ist auch gerade Markt. Geben wir uns mal einen kleinen Schwenker. Schön. Bremen ist tatsächlich ganz schön, finde ich. Ist eine süße Stadt. So, also ich bin jetzt in Hamburg am Zopp. Ich bin jetzt hier angekommen. Ich habe mich eben in Bremen in Flixbus gesetzt, der ein bisschen früh losgefahren ist. Also zum Glück war ich rechtzeitig da. Aber ich denke, die sehen eh, ob alle drin sind. Naja, auf jeden Fall treffe ich mich jetzt hier mit einem Freund. Ich warte hier vorne jetzt an der Bahnstation und dann fahren wir noch zu ihm. Und vielleicht passiert dann heute noch was Aufregendes. Ich weiß es noch nicht. Naja, schauen wir dann. Auf jeden Fall werden wir heute den Tag verbringen und ich schlafe dann auch in Hamburg. Ja, genau. Und da warte ich jetzt mal drauf. Jetzt hier einfach random? Ja, ich mach's jetzt hier einfach random. So, ich bin jetzt hier in Hamburg angekommen. Hier ist der Freund, von dem ich gesprochen habe. Das ist die... Ich wollte weg. Das hier ist der Ben. Der ist wirklich hier komplett random. Wir sind gleich in der Bahn. Ja, okay, machen wir es gleich nochmal. Hallo! Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist der Ben. Hallo, bei dem habe ich heute gepennt. Wir hatten gestern einen richtig schönen Tag. Was haben wir? Ja, wir haben so ein bisschen was Besonderes gemacht. Sollen wir es mal zeigen? Was? Achso. Ja, wir haben vielleicht ein bisschen geshoppt. Das kann ich euch später nochmal ganz genau zeigen. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Aber dann waren wir auf jeden Fall lecker essen und waren auch auf dem Kiez. Das Mäuschen wohnt hier nämlich direkt auf dem Kiez. Das ist toll hier in Hamburg. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Spaziergang. Und dann fahre ich bald auch nach Hause. You ready? Yes, I am. Yes. I know if this love that I'm speaking of. Oh, du bist aber echt ganz schön groß tatsächlich. Naja, wir Mäuse machen jetzt hier gerade noch einen kleinen Spaziergang. Wir waren eben an den Landungsbrücken. Jetzt sind wir hier wieder back in St. Pauli. Und ich packe gleich meine Sachen zusammen. Und dann geht's in die Bahn. Aber das Wetter heute ist gut in Hamburg. Es ist sonnig, es ist warm. Wir können hier gut und schön, oh, du bist echt groß, längs laufen.
und haben sogar eine Sonnenbrille auf. So, ich bin jetzt am Bahnhof, habe mir gerade noch einen Kaffee geholt und musste dann zur Bahn rennen. Ja, Prioritäten setzen kann ich. Bin auch halt echt einfach dick verpackt. Aber jetzt sehe ich mal schon rein, dass sie eine Runde mich fährt. So, also, hello, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin jetzt eben gerade angekommen. Ja, und ich würde sagen, ich zeige jetzt mal, was ich gekauft habe. Ich bin immer noch so ein bisschen aufgeregt. So ganz glauben kann ich es noch nicht. Aber ja, ich war auf jeden Fall bei Louis Vuitton. Okay, ich bin gerade ein bisschen drüber. I'm sorry. Aber das erste Mal, das Spannende, was ich mir gekauft habe, ist ein Ordner bei Muji. Ich finde, die haben richtig geile Sachen. Ich dachte, da könnte ich so meine Uni-Sachen reintun. Und, da haben wir es. Und dann habe ich mir noch zwei Kugelschreiber gekauft. Aber das sind eher so, Gel-Schreiber. I don't know. Ja, das waren auf jeden Fall die Sachen für die Uni. Und jetzt seid ihr ready. Also ich habe mir eine Tasche gekauft, die ich schon wirklich lange haben wollte. Also ich habe mir da schon sehr viele Gedanken drüber gemacht. Das ist immer so ein kleiner Traum von mir. Und ja, und jetzt habe ich mir das quasi als Geburtstagsgeschenk selbst geschenkt. War da gestern im Store. Ich habe mir die davor schon einmal angeschaut und war so, okay. Wollte natürlich aber nochmal drüber nachdenken. Habe mich dann aber doch sehr verliebt. Und jetzt habe ich mir die Tasche gekauft. Und natürlich kann man sein Geld irgendwie auch anders investieren, aber ich muss sagen, ich habe schon eine Tasche und ich freue mich jedes Mal wieder drauf. Ich freue mich jedes Mal drauf, wenn ich die wieder benutzen kann. Ich schaue die gerne an. Es macht schon tatsächlich ein bisschen glücklich. Und das macht mich auf jeden Fall ein bisschen glücklich. Mich hat es leider erwischt. Ja, gut, aber reden wir jetzt weiter drum rum. Ich zeige euch die Tasche mal. Also, ich muss auch tatsächlich sagen, es ist wirklich ein Erlebnis, sich sowas zu kaufen. Ich glaube, ich würde mir das tatsächlich niemals unbedingt online bestellen, wenn man einfach diese Experience nicht hat. Wisst ihr, das ist schon cool. Also muss natürlich wieder Schlange stehen. Und dann geht man in diesen Laden, wird erstmal super gut beraten. Alle sind total, keine Ahnung, das machen die halt schon gut, so natürlich. Und kann sich das immer genau anschauen. Und das ist schon ein Erlebnis. Und dann kriegt man das so schön verpackt. Also ist schon ganz cool. Okay, dann kriegt man auch noch so ein Beutelchen dazu. Are you ready? Das ist so schön. Okay, also, das hier ist die Tasche, die ich mir gekauft habe. So, hier könnt ihr jetzt ganz gut sehen. Das ist die Neverfull in der mittleren Größe, in beige. Und ich habe die auch hier drin mit beige genommen. Drin kann man auch noch rosa nehmen. Und ja, das ist meine neue Liebe. Ja, also ich fühle mich wirklich ein bisschen verliebt tatsächlich. Also jedes Mal, wenn ich die Tasche angucke, habe ich so ein bisschen Bauchkribbeln. Ja, ist tatsächlich so. Ja, also intensive Gefühle kann man hier betrachten. Es ist so abgefahren. Es ist wirklich crazy. Und vielleicht nehme ich die jetzt auch einfach direkt mit. Ich packe jetzt nämlich meine Sachen und dann geht es an die Nordsee tatsächlich. Ach, Leute, das ist so crazy. Ja, genau. Also das war auf jeden Fall meine Investition. Und ab jetzt gibt es nur noch Trockenreis und Nudeln zu essen. Ja, jetzt ist hier ein bisschen Sparkurs angesagt. Ne? Das ist ja auch in Ordnung. Kriegen wir hin. Ja, und ansonsten werde ich jetzt meine Sachen zusammenpacken, weil ich jetzt heute, wie gesagt, an die Nordsee fahre und dafür ein paar Tage bleibe. Ich werde nämlich nach St. Peter fahren und ich wollte mal ein bisschen Nordseelust haben, ein bisschen spazieren gehen, vielleicht ein bisschen am Strand joggen gehen. Geil. Oder einfach, ja, halt an der Nordsee. Wunderschön. Und dafür packe ich jetzt mal kurz zusammen. Und dann fahre ich später mit meinem Papa los. Yes! This is love if I'm making you breakfast. This is love. Oh, ist auch ganz schön hell. Wetter ist wunderschön. Papa und ich sind jetzt... Oh, schön in der Sonne. Papa und ich sind jetzt hier in St. Peter. Und jetzt spazieren wir gerade am Deichen links und gehen noch lecker was essen. Nicht? Genau. Ich bin jetzt hier in der Wohnung angekommen. Habe hier gerade meine Sachen abgelegt, habe das Bett schon mal bezogen. Und genau. Ich werde gleich noch ein bisschen alles sortieren. Aber ich war richtig lecker mit Papa essen. Wir hatten noch einen richtig schönen Abend, waren auch eine Runde spazieren und haben uns auch richtig toll unterhalten. Das war eine richtig schöne Zeit. Ja, Papa ist jetzt wieder gefahren und ich bin hier jetzt alleine. Ja, und werde hier ein paar Tage genießen. Vielleicht bekomme ich noch Besuch. Aber vielleicht noch nicht. Schauen wir ganz sporty. Ja, genau. Und jetzt lasse ich noch ein bisschen den Abend ausklingen und meine Augen sind richtig fertig. Irgendwie war es ein langer Tag jetzt. Aber das ist auch völlig in Ordnung, deswegen gehe ich gleich auch mal ins Bett. Aber werde an dieser Stelle auch den Vlog beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch jetzt ein bisschen am Wochenende mitgenommen. Und ja, hoffe, dass ihr Spaß hattet beim Zusehen, dass wir uns natürlich im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, ich fühle euch ganz doll gedrückt. Oh, meine Haare sind so weird hier, ne? Na gut. Auf jeden Fall, ich fühle euch ganz doll gedrückt und ein dickes Küsschen an euch alle.